Hallo, jetzt gibt es die zweite Version von dem Afrika-Schild mit dem Plexiglas und jetzt möchte ich gerne mal die Schriftart ändern. Ich habe jetzt das als Kave eingegeben, da bin ich mal gespannt, wie er das macht. Ich werde diesmal ein bisschen schneller fräsen, dass der Fräser vielleicht nicht so schmiert. Jetzt habe ich den 6 mm Karfenfräser wieder drin, den Kegelfräser. Und dann gibt es einen Werkzeugwechsel mit dem 6 mm Zweischneider. Und dann gucken wir mal, wie das dann aussieht. Bin ich gespannt. Probieren wir mal. Jetzt gibt es einmal Fräserwechsel. Gucken, wie das aussieht. Oh, das sieht richtig klasse aus. Das ist ja mal richtig. Aber trotzdem hat er wieder geschmiert. Obwohl ich jetzt mit 3000 mm pro Minute gefahren habe. Aber die Schrift ist klasse. Naja, wir gucken es uns hinterher mal zusammen an, was ausgefräst haben. Wir machen mal einen Fräserwechsel. Das war wieder der hier. Und jetzt machen wir den Zweischneider, 6 mm, zum Ausfräsen. Ich werde sie diesmal auch schneller laufen lassen, auch mit den 3000 mm pro Minute. In der Hoffnung, dass es dann nicht so schmiert, dass die Kanten schöner werden. Und mit 1 mm Frästiefe. Müssen wir uns die Höhe, den Nullpunkt wieder finden. So, das passt. Einmal abnullen, die Z-Achse. Dann geht's weiter.
mal klasse aus. Aber von dem Ausschneiden mit dem 6 mm Fräser, das, ich würde sagen, es ist nicht viel besser wie vorher. Also schmiert genauso, hier sieht man es auch. Obwohl ich nur 1 mm Tiefenzustellung habe und ich habe sie mit 3000 mm pro Minute laufen lassen, ist es nicht viel besser. Ich knepp mal die Haltestege raus. Man sieht immer so leichte Schmierspuren, dass das Kunststoff sich verklebt. Die Folie machen wir mal ab. Ah, die Schrift gefällt mir richtig gut. Sieht klasse aus. Ein bisschen nacharbeiten. Ja, schön geworden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte schreibt mir ein paar Kommentare, was ihr anders machen würdet, was ihr besser machen würdet, auch von den Fräsern her und von den Schnittgeschwindigkeiten. Das würde mich freuen. Und einen Daumen hoch und ein Abo nicht vergessen. Dankeschön. Ciao.